Hallihallo, du lieber Wassermann, jetzt bist du mit deiner Monatsaussicht dran. Also herzlich willkommen hier bei mir und wir schauen jetzt hier, was ist die Energie jetzt im Juli, was will hier dazukommen, um was geht es so ein bisschen. Dann schauen wir hier das Feld Beruf und Berufung an und dann hier das Feld der Liebe und der Partnerschaft. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, es geht darum, wirklich deine Gefühle für deine Gefühle wieder aufzumachen, deine Gefühle zu suchen, deine Gefühle, deine wahren Gefühle wieder Einzug halten zu lassen, weil wir haben sie hier auf der Schattenseite liegen. Es geht um die Umarmung und ich habe so das Gefühl, da geht es um dich. Also es geht sehr viel um Selbstfürsorge, ja, aber auch irgendwie etwas, was durch dich mit dieser Erde spricht. Also in erster Instanz für dich. Da wieder die Gefühle öffnen, da wieder ins Fließen kommen, den Sprung ins Ungewisse wagen quasi, zu sehen, was da vielleicht noch nicht ganz fließt, aber nicht in einer Selbstoptimierungswahn für Sorge, wo man ständig was an sich herumbastelt, sondern eher dieses Spüren, dieses Wahrnehmen, ja. In welcher Körperregion zum Beispiel fühle ich mich gerade nicht? Ja? Ist mein Brustbereich vielleicht oft ein bisschen schwer oder habe ich so manchmal ein Drücken im Magen? Ja? Dann beim Bauch, beim Magen geht es sehr viel um die Eigenermächtigung, um die Selbstermächtigung. Bei der Lunge geht es darum, folgst du deinem Herz? Hast du Ängste? Ja? Was schnürt dich ein? Was macht dich klein? Ist es der Hals? Ja? Geht es um deinen Selbstausdruck, um die Kommunikation? Ist es das Vertrauen unten im Wurzelbereich und so weiter und so fort? Also da einfach auch schauen auf die verschiedenen Zonen, wo du dich wieder spürst und wo du mit dir in Verbundenheit wahrnehmen kannst, dass du mit jeder Zelle deines Seins oder mit jeder Phase deines Seins bereit bist, jetzt neue Ideen in dein Leben Einzug zu lassen, halten zu lassen. Und dass es wichtig ist für dich jetzt den Dingen, die dem nicht mehr entsprechen, Lebewohl zu sagen. Weil es ist einfach wichtig, dass jetzt etwas Neues, etwas Wunderbares, etwas sich Etablierendes in dein Leben tritt. Und das ist die glänzende Idee, beziehungsweise werden dir da Ideen kommen, werden dir da Impulse kommen, folge denen. Ja, du bist dabei beschützt, du bist dabei getragen, du darfst es wagen, hier die Entscheidung jetzt für dich zu treffen. Vorher fiel noch die Karte, riskant, das Risiko, ja, also riskante Versuchung, die war dann da drunter. Und da ging es, also sie ist immer noch drunter, aber die hat sich kurz gezeigt und dann wieder nicht einfach nur als Impuls für diese Karte. Glaub dir deine Unreife nicht. Ja, also wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch, um gewisse Dinge zu machen, du musst dann noch sehr viel reifen, das ist auch nur eine Geschichte, die man sich erzählt in Wirklichkeit. Ja, also ja, auf der einen Seite stimmt das, weil du brichst ja gerade auf und du entscheidest dich ja erst und du lauschst in dich hinein und das stimmt schon alles auch mit den Gefühlen und. Aber das hier, dieses Gefühl, was ich da habe, ist eine Ausbremskarte. Deswegen glaubt ihr das nicht. Es ist schon alles bereit quasi. Du bist schon in den Startlöchern. Sag ja zu dem, dass es ist soweit. Ja? Und hol dich dann nicht immer runter, indem du deine Ideen verwirfst und indem du dich dann vielleicht selber bremst und dann sagst, okay, vielleicht ist das noch nicht, sondern erlaube dir an der Stelle auch im Reifungsprozess einfach schon ja zur vollen Reife zu sagen. Ja, so kam das jetzt. Ja, so folge deiner Intuition, lass es fließen. Du darfst genießen. Ein Neuanfang ist jetzt tatsächlich vorprogrammiert für dich, denn es ist Zeit, jetzt hier diesen Umschwung zu wagen. Auch in der Liebe bist du bereit, weil es gerade jetzt hier gesagt werden will, einen Neuanfang in tiefe Gefühle hineinzumachen, in eine wahre Verbindung zu machen. Auch wenn es vielleicht jetzt noch an der Schwebe liegt, weil vielleicht jetzt noch Entscheidungen anliegen, weil vielleicht jetzt noch etwas da ist, wo du in die Vergebung hineingehen darfst, wo du schauen darfst, was dir entspricht, wo du in die Kommunikation gehen darfst und wo du dich erinnern darfst daran, wer du wirklich bist. Und da heißt es abwarten, überstürze nichts, lass den Dingen seinen Lauf, weil tief im Herzen weißt du genau, was die Antwort ist. Du für dich das, was richtig ist. Ja? Und vielleicht tust du dir mit dieser Entscheidung im Moment schwer oder vielleicht ist das etwas, da kannst du im Moment nicht mehr und das ist okay für dich. Ja? Geh da mit Demut dran und wisse, dass der Neuanfang jetzt für dich geschehen kann, in dem Moment, wo du dich hier entfesselst. Ja? Wunder, wunder, wunderschön. Ja? Und der Neuanfang steht ja dann da. Aber es liegt halt eine Vergebung hier im Feld. Schauen wir mal mit den Cutting-Karten, was da gesagt werden will. Ja, die Informationen-Neutralisierung quasi von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das jetzt mal hier nur harmonisieren.
dass alles für dich fließen kann. Der Hilfe, die Rettung der Welt, der Hilferuf. Ja, also auch die Welt braucht dich mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen wunderschön. Und die Wiederherstellung des eigenen Körpersystems, ja, und die Gedächtnisstärke, ja, erinnert dich, wer du bist, ja, und erinnert dich, wofür du gekommen bist hier auf dieser Erde. Und dann kommen wir nämlich gleich zum Beruf und der Berufung. Und im Moment geht es darum, dass du sehr stark mit der geistigen Welt in Verbundenheit stehst, weil du da Geschenke empfangen wirst, ob das jetzt deine Ahnen sind, ob das jetzt du selbst bist als Lichtwesen, was mit dir selbst spricht, ja, ob das jetzt, na, wie man das auch immer nennt, ob das die Schöpfung selbst ist, ob das Gott ist, ob das egal, ja, also so wie du halt einfach aufgestellt bist, dass du dich da wieder weitermachst. Du bist hier wirklich auf einem wunderschönen Pfad, wo du hören darfst, wo du annehmen darfst, wo du wirklich aus dir heraus fühlen darfst, wieder, wer du eigentlich wirklich bist und dir zuhören darfst, weil wenn du dir zuhörst, hier findest du überall einen Weg, weil das ist hier wirklich von der Wunscherfüllung hergetragen. Da steht ein Stern über dich, der alles belebt quasi. Es gilt jetzt nur darum, dein Potenzial auf die Erde zu tragen. Wunderschön. Und ich soll dir sagen, Demut, alles ist gut. Wisse, alles ist gut. Hab du den Mut, um jetzt für dich in deinem Leben aufzustehen. Wunderschön. Also, der liebe Wassermann, du wirst diese Veränderung jetzt sehen. Es wird alles für dich eingeleitet und eingeläutet. Du darfst einfach hier mit deiner Intuition, mit deinem inneren wahren Wissen, mit deiner Geborgenheit, mit deiner Entscheidung zu dir im Aufbruch mit diesen glänzenden Ideen für dich gehen und darfst alles wagen und Ja zu dir sagen. Wunderschön. Bis dann. Baba.